So, Herr Stromberg, das ist die Frau Lörs von der Personalabteilung, Frau Menzel, Frau Schneller vom Betriebsrat. Frau Burstedt vertritt hier sozusagen die Frau... Gasongwa. Ja, die hier heute nicht teilnehmen wollte. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die lieber auf dem Sofa zu Hause... Herr Stromberg, ich würde sagen, wir machen das ohne Kamera. Nö, die Jungs können ruhig hier bleiben. Ich habe nichts zu verbergen. Komm, bleib mal schön hier. Gut, wie Sie meinen, Herr Stromberg. Wie Sie wissen, geht es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Ja, das ist ja schon mal Quatsch. Da war ja gar nichts. Frau Gasongwa hat mir gesagt, dass Sie sie angegrapscht hätten. Kokolores. Ich hab versucht, ein bisschen die ausländischen Dings zu integrieren. So sehe ich das nämlich. Und zack, klebt ihr mir eine. Haben doch alle gesehen auf dem Band hier von den... Stromberg. Nee, in Amerika würde ich nämlich die verklagen und nicht umgekehrt. Da würde ich hingehen und sagen, oh, hier, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen, seit ihr mich geschlagen hat. Und wupst, ich könnte lieber putzen, bis sie schwarz wird. Beziehungsweise weiß. Oder wie nennt man das bei denen? Wenn Herr Stromberg, wir verhandeln hier ein ernstes Thema. Ja, sicher. Die Frau Nanga... Gasongwa? Die hat gesagt, sie hätten, ja... Ihr Gesäß angefasst und in eindeutiger Absicht. Gesäß angefasst, also da können Sie doch wirklich jeden hier fragen, Frau Streller, oder? Erika, müssen Sie doch sogar zugeben, dass das nicht mein Stil ist, irgendwelche Gesäße anzufassen. Die einen sagen so und die anderen sagen so. Sabbel, was machst du denn hier? Tag. Ich sag im Übrigen immer Sabbel, nicht dass... Die Frau Burer ist ja auch im Betriebsrat. Ja, sicher. Und? Also es geht um die Geschichte damals beim Geburtstag von Ulf. Beim Geburtstag von... Also da war ja nun wirklich nichts. Also wirklich nichts trifft's ja jetzt ja auch nicht so richtig, finde ich. Und neulich nach dem Betriebssport beim Badminton mit der Alexandra Clausen, da gab's ja auch so einen Vorfall. Ich habe das alles mal detailliert aufgeschrieben. Also ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht dann doch mal die Kamera doch mal ausmachen. Ja, komm, mach das mal aus. Komm, mach aus. Ist aus? Ja, also, ja, ja. Also ist insgesamt ganz gut gelaufen vor diesem Ausschuss da, ne, würde ich mal sagen. Erstens steht Aussage gegen Aussage. Zweitens, sollte mich wundern, wenn da noch irgendwas nachkommt. Wobei, die wollen mich natürlich fertig machen, die da oben saßen, die Weiber, ne? Das hat man schon gesehen, der ganze ungefickte Haufen da. Die würden mir am liebsten noch den Golfkrieg in die Schuhe schieben. Ach, hör mal, Entschuldigung, ich habe die Laufzettel und das alles, das habe ich da erstmal auf den Boden gelegt. Ah, oh, ist kein Themchen. Ich komme klar. Danke. Es war eine super Idee, mit Erika zu tauschen. Ich wollte ja damals auch mal weg von Ulf, ja. Hör mal, so ein Ulf, ja, den, also ich will jetzt nicht sagen an jeder Ecke, aber den kannst du dir aus alten Käseschachteln zu Hause nachbauen. Also da brauchst du gar nicht, Momentchen. Hier sieht's ja gemütlich aus. Ah, Möhrchen, hallo. Hier, das sind noch deine. Ich nehme dich mal mit in die Kaffeeküche. Ja, und das hier. Ich will den scheiß Grünemeier eh nicht sehen. Hör mal, das ist alles ziemlich bescheuert, oder? Naja, du hast ja gesagt, klare Trennung und so. Mann, das ist echt irgendwie... Oh, Möhrchen, das ist ja ganz süß. Warte mal, ich guck mal gerade ins Kalenderchen. Das ist... Ja, es geht. Es geht. Ja, ich freue mich. Nein, auf dich freue ich mich. Ja. Einmal um die ganze Welt rum und noch ein Stück so dolle. Ja. Ich schwöre. Ja, ich dich auch. Soll ich mal sagen, wie sehr ich dich? Ich hab dich mehr lieb als Sauerbraten. Bis bald, Rian. Okay, so. Tschüssing.